Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Von mir dann doch auch etwas Wasser in den Wein der Lobpreisungen der Hessischen Landesregierung. Es ist richtig, dass der Biodiversitätsverlust nur mit Mitteln des Naturschutzes nicht gestoppt werden kann, ohne eine grundlegende Änderung der Produktion von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern und ohne eine Veränderung des Konsum- und Mobilitätsverhaltens werden wir weder das Artensterben noch den Klimawandel stoppen können. Deshalb ist die angestrebte Kooperation sinnvoll, um die landwirtschaftlichen Produzentinnen stärker als bisher für eine Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft zu gewinnen. Sie ist aber schon lange überfällig. Ein großes Defizit ist, dass die Kooperation auf Landwirtschafts- und Umweltverbände sowie die Landesregierung beschränkt ist. Vor allem der Handel, die Nahrungsmittelindustrie und die chemische Industrie fehlen. Sie setzen aber nicht zuletzt über ihre Gewinninteressen die Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Produktion. Und Sie sind es, die einen sozial-ökologischen Umbau der Landwirtschaft in Brüssel, in Berlin und auch in Wiesbaden mit Ihrem Lobbyismus entgegenstehen. Darüber könnte und sollte die Landesregierung einmal Auskunft geben. Die angestrebte Kooperation kann aber über die großen Versäumnisse der Landesregierung der letzten Jahre nicht hinwegtäuschen. In der Vereinbarung bekennt man sich dazu, die Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Da kann man nun wirklich nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen. Die Umsetzung ist nämlich bereits seit 21 Jahren die Aufgabe und sollte eigentlich 2015 erledigt sein. 2018 aber befanden sich gerade einmal 15% der hessischen Fließgewässer in einem guten ökologischen Zustand. Weiterhin leistet sich die Hessische Landesregierung die größte Flussversalzung in ganz Europa. Ohne absehbares Ende sollen Salzmengen auf dem Niveau des Zweiten Weltkrieges in die Werra eingeleitet werden. Und ginge es nach dem Willen von K&S, ab Anfang Januar kommenden Jahres noch mehr. Gleiches trifft auf die Umsetzung der hessischen Biodiversitätsstrategie zu, wie unsere Große Anfrage zutage förderte. Das lange geforderte Insektenmonitoring soll nun endlich konkret werden. Der hessische Pestizidreduktionsplan existiert noch immer nur im Koalitionsvertrag, wird dafür aber jetzt schon zum zweiten Mal als Maßnahme angekündigt. Wir haben allerdings keinen Mangel an angekündigten Strategien und Maßnahmen. Die zahlreichen Verletzungsverfahren der EU zeigen, dass die Landesregierung nicht in der Lage ist, die aktuelle Umweltgesetzgebung in Hessen durchzusetzen. Wie im Klimaschutz haben wir ein Umsetzungsproblem. Da hilft es wenig, wenn gleiche Maßnahmen immer wieder angekündigt werden, aber eben unverbindlich bleiben. Das A und O für den Naturschutz, den Erhalt der Biodiversität und unsere Nahrungsmittelproduktion auf den Äckern ist der Erhalt dieser. Die Flächenversiegelung muss endlich gestoppt werden. Jetzt gibt es ein Datum, ab wann keine neuen Flächen mehr versiegelt werden dürfen, nämlich 2040. Ihre aktuelle Vorgabe, 2,5 Hektar pro Tag, hält die Landesregierung aber nicht ein. Trotz Nachhaltigkeitsstrategie an Strategien mangelt es nicht, verlieren wir unter grüner Führung jährlich viele hundert Hektar beste Ackerböden für Logistik und Verkehrsflächen. 2,82 Hektar verschwinden täglich unter Beton und Asphalt, und das sind die Zahlen aus 2019. Unter der Aufsicht von Tarek Al-Wazir wurde die Hessische Landgesellschaft zur Versiegelungs-GmbH für die Logistikbranche. Das muss endlich aufhören.
Die Regierung hat mehr als ein Umsetzungsproblem. Schwarz-Grün redet über Wenden, ökologischen Umbau, bekommt dies aber nicht umgesetzt, weil der Richtungsstreit in der Koalition die notwendigen Entscheidungen blockiert. Es reicht aber nicht, wenn nur noch die Ankündigungen grün sind und sich die Realpolitik nach Jahren kaum von der einer schwarz-gelben Regierung unterscheidet. Vielen Dank.